Musik interessiert mich zurzeit sehr. Weil ich bin neu in Berlin seit dem Sommer erst, also seit letztem Sommer, also ein Jahr jetzt. Ich habe gleich eine Band hier gefunden und wir machen ganz coole Sachen. Also ich selber spreche kein Spanisch, aber ein Großteil der Band kommt aus Spanisch, deswegen sind die Lyrics auf Spanisch. Ich verstehe nicht alles, bin Schlagzeuger auch nur da, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Und wir arbeiten gerade sehr intensiv an den Sachen so. Und ich habe heute noch Probe, deswegen habe ich gerade alles im Kopf so. Ja, ich würde sagen Brexit auf jeden Fall. Ja. Flüchtlingsthema ist nach wie vor, bewegt das wirklich viele, mich zumindest sehr. Und was noch? Ich muss jetzt zur Goldschmiede. Da muss ich jetzt hin, das bewegt mich auch. Mich beschäftigt eigentlich nur Freizeit. Freizeit und Gesundheit. Also sonst fällt mir gar nicht ein. Haben Sie denn in der Freizeit ein Hobby, das Sie sehr gerne verfolgen? Ja, weil spazieren gehen, wandern, ja. Sport machen, ja. Ich komme aus Australien. Okay. Und wir wissen noch nicht, wer unser Prime Minister ist. Und ich habe kein Geduld. Ich will wissen, wer unser Prime Minister ist. Und haben Sie Sorge, dass es vielleicht eine falsche Wahl ist? Ja. Wir werden vielleicht wieder müssen wählen. Oder eine von den größeren Parteien muss mit der kleinen Partei zusammenkommen, um zu funktionieren. Der Brexit beschäftigt mich. Die Situation behinderter Menschen beschäftigt mich. Die Verkehrssituation in Berlin beschäftigt mich. Und welche dieser Themen beschäftigt Sie am meisten oder worüber machen Sie sich Gedanken? Ich mache mir tatsächlich Gedanken, was aus Europa wird. Also das nimmt mich im Augenblick am emotionalsten mit. Finde ich nicht mehr, macht mich ängstlich.